Herzlich willkommen zurück zu Mehr Morrowind. Letztes Mal hatten wir aufgehört von einer ganzen Weile, als Alastor Dug of Ur besiegt hatte und er hat sich hier in sein kleines Haus zurückgezogen, um eine Weile zu rasten und einen ordentlichen Schnaps zu trinken. Das haben wir getan. In der Zwischenzeit habe ich ein bisschen sein Inventar aufgeräumt. Ich habe einiges an Gewicht einsparen können, aber ich bin immer noch stark beladen. Es liegt aber vor allem an der Rüstung. Diese dädrische Rüstung sind einfach mal schweineschwer. Und ich will heute ein bisschen spielen, ein bisschen testen, ein bisschen wieder reinkommen in Morrowind, bevor ich hier uns angehe. Und wir werden auch eine kleine Quest machen, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber erstmal rasten wir eine Weile, denn das haben wir dringend nötig. Ich brauche die Magie und ich brauche das Level Up. Da steigern wir Intelligenz. Geschicklichkeit ist wahrscheinlich angebracht, denn das hilft auch stark im Kampf. Und wahrscheinlich Schnelligkeit. Oder ich steige endlich Konstitution. Ja, komm, wir steigen endlich Konstitution. Das wurde langsam mal Zeit. Ja, ich habe einige Gegenstände ins Altenheim geschickt. Ich habe einige Gegenstände zur Ruhe gesetzt. Zum Beispiel habe ich jetzt wieder Abalots Antwort, meinen guten Ebenerz-Streitkolben. Ich habe dieses dädrische Superschwert in meinem Haus gelassen. Genauso habe ich auch die beiden göttlichen Waffen und Kagrenaks Handschuhe in meinem Haus gelassen. Ich denke, die lassen wir auch da. Das ist so erstmal in Ordnung. Wir finden bestimmt was Neues, Tolles. Ich bin auf dem Weg nach Molagmar, denn ich habe eine kleine Pilgerreise vor. Alastor wird heute zum Schrein der Asura pilgern und wenn die mich dann um eine Gefälligkeit bittet, dann werde ich das natürlich machen. Ja? Spoilerwarnung, wir holen uns heute Asuras Stern. Zumindest ist das mein Plan. Und dazu muss ich nach Molagmar und dann nach Osten. Das ist das, was ich weiß. Und das werden wir tun. Ich glaube, wir waren noch nie in Molagmar in dem LP. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, hier mal reingegangen zu sein. Molagmar ist so ein Kanton wie in Vivec, aber es steht hier quasi mitten im Nirgendwo. Und ich habe keine Ahnung, warum man überhaupt hierher kommen sollte. Nein. Fische? 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 Hat mich irgendjemand lieb hier? Na egal. Ich laufe einfach weiter. Ja, immer eine gute Taktik gewesen. Bleibt doch immer eine gute Taktik. Wenn ich das richtig weiß, dann müssen wir von hier direkt nach Osten. Direkt nach Osten laufen, und zwar ziemlich weit. Oh, wer bist du? Du siehst feindlich aus. Wollen wir doch mal schauen, ob wir uns mit dir messen können. Wir können. Ja. Yeah. Und das funktioniert so gut wie immer. Na, ja. Du warst ganz schön zerfressen. Ein Zombie-Krieger. Oh Gott, was? Ja, da packen wir den Helm wieder drauf. Das ist nicht schön. Am liebsten würde ich dir sogar noch irgendwas anziehen, weißt du? Damit man das nicht sehen muss. Aber das führt wohl zu nichts. Okay, gehen wir weiter. Ich habe ein bisschen an den Grafikeinstellungen rumgespielt, zwischen dem LP und der Folge hier. Ich habe das Menü größer gemacht. Das kann man jetzt skalieren. Das ist wunderschön. Wird wieder mal möglich gemacht durch den Morrowind Graphics Extender. In einer neueren Version als letztes Mal. Das sieht sehr schön aus hier so. Ja, so, wenn man die Spiegelungen sieht, sehr, sehr hübsch. Was wartet da auf mich? Ein Skelett. Ich habe auch offscreen eine ganze Menge Alchemie-Materialien vernichtet. Also eine Menge habe ich zu Tränken gemacht. Und den Rest habe ich in meinem Haus gelagert, wovon ich sehr positiv überrascht war. Denn ich habe doch noch richtig viel Lagerplatz da. Und ich habe ungefähr 20 Amulette des sechsten Hauses jetzt in meinen Kisten in meinem Haus. Das sind ungefähr 40.000 Goldmünzen. Und ich war auch ganz überrascht davon, wie viel Zeug überall rumliegt, was ich nicht verkauft habe, weil es einfach zu viel war. In Aldruhn in der Magiergilde, in Balmorra in der Magiergilde, in meinem Haus. Meine Güte, Alastor ist ein reicher Sack. Da müssen wir vielleicht irgendwas machen. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich einfach die Rüstungsart wechsle, weil die dädrische Rüstung, die wiegt schon richtig, richtig viel. Also ich habe hier die Stiefel zum Beispiel, die ich mir auch neu gemacht habe, die wiegen 60 Pfund. Und die Schulterplatten,
wiegen 28 jeweils. Und die Hose wiegt 54. Also, wenn ich auf sowas wechseln würde wie Glasrüstung, wovon ich genug rumliegen habe, dann wäre ich wahrscheinlich viel mobiler und könnte auf Stärkegegenstände hier wie das Schild verzichten. Aber naja. Mal sehen. Ich denke, es bringt nichts, wenn ich meine Rüstung wechsle. Das könnte man höchstens erklären dadurch, dass Alastor sozusagen bei der dunklen Bruderschaft ein bisschen undercover geht und sich deren Rüstung anzieht. Weil die ist auch sehr, sehr leicht, aber naja. Das ist weder hier noch da. Hey! Ach, was hab ich euch vermisst? Die Monster, die mich immer mal wieder angreifen, während ich hier rumlaufe. Ich habe jetzt eigentlich auf einen Klippenläufer gewartet, weil normalerweise kommen die ja sofort, wenn man irgend sowas sagt. Ich muss auch aufpassen, dass ich Aberlords Antwort irgendwie nicht immer benutzen kann. Ich kann Aberlords Antwort nicht immer benutzen. Weil da ist ja Seelenfalle drauf. Ich habe im Moment keinen Seelenedelstein im Inventar, von daher macht es nichts. Aber wenn ich dann irgendwelche Tiere umbringe und die Seele landet in einem teuren Seelenedelstein, das will ich ja nicht. Oh, ich denke, ich bin hier ziemlich gut hingelaufen. Weil ich glaube, hier ist Azuras Schrein irgendwo. Man sollte den eigentlich... Ach, hallo. Man sollte den auch sehen können. Ja, genau. Ich bin schließlich Azuras Champion jetzt. Ja, ich bin der Nerevarin. Wir haben eine persönliche Beziehung zu der guten Dame. Das war so schlecht von dir. Warum hast du mich angegriffen? Ich denke, ich muss da hochlevitieren. Da könnte ich ja meine wunderhübsche braune Hose oder orange Hose, da unten an den Kniekehlen kann man es sehen, hässlich wie die Nacht, könnte ich benutzen, die von der Reise beschmutzte Hose. Oder ich zauber es einfach. Was wahrscheinlich besser ist, weil meine Magiefähigkeiten sind immer noch nicht so super toll. Also los geht's. Wo ist Levitieren? Ich glaube, ich habe es Schweben genannt, richtig? Dann schweben wir hoch zu Azura und schauen, was sie mir zu sagen hat. Ah ja, ich glaube, ich muss hier rein. Aber wir können ja auch mal da hoch. Ich will der Frau mal ins Gesicht gucken. Ich will auf ihren Brüsten stehen und ihr ins Gesicht gucken. Aha! Ja, das war die Gotteslästerung. Deswegen wäre ich fast gefallen. Das, sowas kannst du nicht sagen, nein. Da wirst du sofort für bestraft, so. Hallo? Ja, ich denke, ich bin nicht groß genug, wenn ich auf ihren Brüsten stehe. Nein! Gotteslästerei. Ja, was soll man sagen? Ich bin ganz schön stabil. Ich kann da einfach so runterfallen. Ha! Oh, und ich glaube, hier nehmen wir den Helm auch ab. Die Maske von Clavicus. Ich denke, das ist höflich. Tada! Nee, warte mal. Langsam. Das ist schließlich wichtig hier, ja? Wie es so läuft. So. Links, rechts, dubidubidu. Ich bin Alastor, der Nerevarin und Auserwählter Azuras. Ja, ich habe einen Ring. Wo ist er? Da. Ich habe einen Ring und noch einen Ring. Also komm. Ihr seid aus einem Grund gekommen, den ihr vielleicht nicht einmal erahnt. Sheogorath und ich haben eine Wette abgeschlossen. Er meinte, Einsamkeit führe unwiderruflich zum Irrsinn. Ich wiederum meinte, dass sie Zeit zur Besinnung und Meditation schenken würde. Um dies zu prüfen, entsandte ich eine meiner Priesterinnen allein auf eine Insel, nördlich von Dagon Fell. Wenn sie dort 100 Jahre lang ihr Leben im Gebet fortsetzt, wird dies meine Theorie beweisen. Wenn nicht, dann hat Sheogorath unsere Wette gewonnen. Die Zeit ist fast vorüber und sie ist immer noch standhaft.
Und doch versucht Sheogorath, sie zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Reiset dorthin, reinigt die Insel von seinen Günstlingen und bringt mir Beweise für seine Einmischung. Stört die weise Frau aber nicht, denn dies hätte Einfluss auf unsere Wette. Dient mir, und ich werde euch großzügig entlohnen. Oh ja, großer Asura, das werden wir tun. Und ich denke, das ist die erste dädrische Quest, die wir überhaupt angenommen haben, richtig? Richtig. Vielleicht auch die letzte, ich weiß nicht. Ziehen wir uns erstmal unseren Helm wieder auf. Höflichkeit ist schön und gut, aber jetzt können wir vielleicht in einen Kampf geraten. Dann werde ich jetzt erstmal hier meinen Mark niedersetzen. Dann werde ich jetzt hier... Ja, wunderschön. Und gleich wieder so ein Level-Up. Meine Güte, das geht ja hier Schlag auf Schlag. Und dann reisen wir jetzt zu dieser Insel und sorgen dafür, dass die Priesterin nicht gestört wird von Sheogoraths Unterlingen. Ich glaube übrigens persönlich, dass Einsamkeit verrückt macht. Ja, das klingt, oh Gott. Klippenläufer! Das klingt nur vernünftig. Deswegen ist ja auch sowas wie Einzelhaft generell nichts, was man Leuten dauerhaft aufzwingen darf. Dagenfell ist da oben. Also ich werde jetzt wahrscheinlich einen der Eingriffszauber benutzen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Welchen habe ich denn überhaupt? Ist eigentlich egal, welchen ich benutze. Aber göttlicher Eingriff oder der Almsivi-Eingriff, nicht wahr? So heißt der. Ja, Almsivi-Intervention. Nehmen wir mal Almsivi. Keine Ahnung, ich fühle mich gerade gnädig gegenüber den Göttern des Tribunals. Mal sehen, wo wir rausgekommen sind. Kampfmusik! Na, dann kommt her. Ich bin im Molagmar. Hallo, guter Mann. Dubidubidu. Ich bin ein friedlicher Kerl. Wo ist hier... Na, da ist ein Schiff. Gehen wir mal in die Richtung. Hallo. Eine rätoranische Festung. Na gut, dann werden wir hier wahrscheinlich einfach runterhüpfen. Vielleicht ist es dann doch keine Kampfmusik. Achtung! Oh mein Gott. Für ein gutes Gespräch. Wieso bin ich nicht tot? Aber gut, so ist das halt. Ich will nach Daggenfell. Wie komme ich nach Daggenfell? Ich denke, wenn ich nach Hla'uad reise, dann bin ich auf einem guten Weg, oder? Sadrif Mora? Hola Mayan? Oh. Telmora? Was? Wo ist dieses Hla'uad? Ich dachte, das wäre im Norden. Liege ich damit so falsch? Ah, es liegt im Norden. Also es ist nördlicher von hier, aber es ist auch westlich von hier. Aber wir können ja durchaus die Küste hier entlang reisen. Das geht ja wahrscheinlich. So, dann... Ja, Telbranora ist im Süden gewesen. Ja, dann ist Hla'uad wirklich die richtige Richtung. Also nicht die richtige Richtung, aber... Komm, wer will schon laufen? Ich bestimmt nicht. Ich denke, wenn ich die göttliche Intervention genommen hätte... Mistwetter. Dann wäre ich in Ebenerz... Oder in Ebenhardt? Wie heißt diese Stadt? Ebenhardt. Ja, Ebenhardt. Keine Ahnung. Ja, Ebenherz. Dann wäre ich da rausgekommen. Gnamok wahrscheinlich. Weil die anderen sind alle Mitte. Mitte südlich. So, du bist die Frau? Du bist die Frau. Bring mich nach Kuhl. Ja. Denn das ist cool. Hi. Oh nein, du bist's nicht. Du bist's. Die Frau mit den blauen Lippen. Auf nach Daggenfell. Oh ja. Und schon sind wir in Daggenfell. Hallo, waren wir auf dem gleichen Schiff? Oh, schöner Rock. Schöner Rock. Ja, das Spiel ist richtig schön. Gefällt mir. So, von hier hat sie gesagt nördlich. Also eine der Inseln. Ich glaube aber, es ist die Insel. Ne, ich glaube, die Frau lügt. Die Asura ist ungenau in ihrer Beschreibung. Allerdings will ich Mike, den Lügner, sehen. Den haben wir in dem LP nämlich auch noch nicht getroffen.
Und ich glaube, der ist hier, östlich von Daggenfell. Der liegt quasi auf dem Weg. Ja? Nicht wirklich, aber es ist kein großer Umweg. Und da der so ein beliebter Charakter ist, den ich auch noch nie besucht habe, von dem ich nur immer höre aus Skyrim oder aus Oblivion, wo er, glaube ich, also in Oblivion läuft er über die Karte und man muss genau aufpassen, weil er ist super schnell. Und wenn man ihn nicht anhält und mit ihm spricht, dann ist er wieder weg. So, ja. Ich bin mir nicht sicher, auf welcher dieser Inseln oder ob überhaupt. Wie groß? Ich glaube, es ist nur eine sehr kleine Insel. Also es könnte durchaus eine dieser... Ich will ja nach da oder da vielleicht. Egal, machen wir erstmal Wasserwanderung an. Wie auch immer das heißt hier. Wie heißt das bei mir? Das wird das größte Problem. Mein Zauberbuch ist so voll mit Zeug, was ich hauptsächlich dafür gelernt habe, damit ich es auf Gegenstände zaubern kann, dass ich ewig nach Zaubern suchen muss. Wäre lustig, wenn ich festes Wasser zaubere und dann durch den Fall sterbe. Weil in Computerspielen kann man ja normalerweise auf Wasser fallen, ohne dass es einem wehtut. Also da sehe ich ein Schiffswrack. Okay. Da können wir auch nochmal hingehen. Ah, da bist du. Okay. Okay, ist alles in trockenen Tüchern. Ich hab kurz auch geguckt, wo die Sachen sind. Aber man kann sich ja immer wieder vertun und verlaufen. Warum ist mein Freund hierher gekommen? Ja, wegen deiner Angel. Das ist also Mike. Ich würde sagen Mike. Du bist Mike. Mike der Lügner. Ich grüße euch. Mike weiß vieles. Wem oder was gilt euer Interesse? Wissen sucht ihr? Mike hat viel. Manches ist gar durch echte Tatsachen belegt. Ach ja. Oh. Aber ich habe gar keinen... Ah, da sind die Optionen. Wunderbar. Der ist so eine Art Easter Egg auch und den kann man auf Dinge ansprechen, die nicht im Spiel sind. Die aber teilweise in Daggerfall im Spiel waren oder in Arena im Spiel waren. Hauptsächlich Daggerfall. Zum Beispiel Klettern. Es gab einen Klettern-Skill in Daggerfall. Ich habe das mittlerweile ein bisschen gespielt. Und man kann tatsächlich einfach an Wänden hochklettern, indem man dagegen läuft. Und je nachdem, wie gut der Kletterskill ist, gelingt das oder auch nicht. Und man fällt dann eventuell runter und stirbt. Ist total interessant. Und hier gibt's sowas halt nicht. An herunterhängenden Seilen hochklettern ist zu schwer. Mike zieht es vor, an Seilen zu klettern, die horizontal befestigt sind. Ja, vor allem nach oben. Was bist du? Drachen? Drachen! Oh, die sind überall. Obwohl ihr sehr hoch fliegen müsst, um viel von ihnen zu sehen. Die näher am Boden sind sehr schwer zu sehen, da sie unsichtbar sind. Ich glaube dir. Das Geheimnis der Zwerge? Es gibt kein Geheimnis. Mike weiß alles. Die Zwerge waren hier und nun sind sie es nicht. Sie waren ein sehr kleines Volk. Oder vielleicht auch nicht. Das hängt alles vom Blickwinkel ab. Ich bin sicher, dass sie der Meinung waren, dass sie die richtige Größe hatten. Unbezahlbar. Multiplayer? Ich habe keine Ahnung, was das ist, um ehrlich zu sein. Mike kennt dieses Wort nicht. Ihr wollt, dass andere euch bei eurer Aufgabe helfen? Feigling. Wenn ihr unbedingt wollt, so sucht nach dem Argonia im Lied. Oder vielleicht nach dem großen Nordruhl, der Uber. Sie werden sicherlich nicht zögern, sich euch anzuschließen. Ah, Multiplayer. Ich bin ja kein Fan von Multiplayer. Das hat sich so ergeben über die Jahre irgendwie. Nackte Liche? Okay. Eine für wahr schreckliche Geschichte. Wenn ihr einen seht, lasst es Mike wissen. Mike will nur sicher sein, dass er es nicht mit ansehen muss. Ja, genau. Ich auch. Erzähl mir auch davon, aber ich will es dann auch nicht sehen. Versprochen. Nacktheit allgemein? Das ist auch das Tolle an Daggerfall. Da gibt's einfach, da kommst du in eine Kneipe rein und gehst in irgendeinen Raum, weil du einen Questgeber suchst oder einen Quest-NPC und dann sitzt da eine nackte Frau am Boden und du denkst nur, was ist hier los? die Ästhetik der Nacktheit. Diese Dunmer sind irgendwie ganz schön prüde, nicht wahr?
Es gibt allerdings eine Insel, die von wunderschönen, unbekleideten, glitzernden Körpern bewohnt ist. Sie erscheint nur, wenn die Monde voll sind, der Regen fällt, die See rot wird und es Mikes Geburtstag ist. Ja, auf der Insel war ich auch schon. Pferde? Die gibt's auch in Daggerfall übrigens. Pferde, oh, Mike liebt Pferde, besonders mit guter Sahnesoße. Außerdem würde erklären, warum hier keine Pferde sind. Außerdem kann man sogar vom Pferd aus kämpfen. Ja, ich habe gehört, das ist etwas, was Oblivion nicht hinbekommen hat. Ohne Mods. Reittiere und Pferde, was ist der Unterschied? Ihr wünscht, auf einem Tier zu reiten? Es gäbe da einen Weg. Geht zu einem der vielen Schlickschreiterhäfen und bezahlt die Gebühr. Hey, das ist völlig wahr wahrscheinlich bis jetzt. Ja? Ihr wünscht, einen nur für euch selbst zu haben? Pah, lauft, wenn ihr es müsst und rennt, wenn ihr gejagt werdet. Ist nicht mehr das Problem. Ich habe ja jetzt den Ring von Asura und meine Stiefel. Dadurch wird meine Ausdauer andauernd wieder aufgefüllt. Das heißt, Ausdauer ist gar nicht mehr mein Problem. Das ist ja... Ich weiß gar nicht, ob das gut ist, wie ich das so mache. Aber wenn ich überlege, dass ich dann immer mal Pause machen müsste, wo ich dann sage, jetzt bleib mal eine Minute stehen, damit meine Ausdauer wieder sich auffüllt, damit wir den nächsten Kampf machen können, ist es vielleicht auch eine gute Sache, dass meine Ausdauer sich so aggressiv regeneriert. Aber ich bin offen für Vorschläge. Der Schrein des Bötia, das ist glaube ich sogar eine Quest, so eine richtige. Ja, mein Tagebuch wurde aktualisiert. Ihr sucht den Schrein, der nicht mehr existiert. Das ist eine interessante Vorstellung. Schaut euch bei den Gewässern im Westen um. Dort findet ihr die Reste des einstigen Schreins. Atmet tief durch und beginnt dann eure Suche. Der ist nämlich unter Wasser. So, Solstheim. Ja, das ist, ich glaube, der Standardtext. Oh, sprechende Schlammkrabben. Den haben wir auch noch nicht gesehen. Es gibt ja noch einen Schlammkrabbenhändler irgendwo. Und da weiß ich wirklich im Moment nicht wo, auch auf einer Insel. Und der hat 10.000 Goldmünzen. Ja. Mike hat davon gehört. Sie haben das ganze Geld. Schlammkrabben reißen alles an sich. Sie haben schon Pelagiat in den Klauen. Mhm. Eine Verwandlung zum Lich. Wie kriege ich das denn hin? Ihr möchtet ein Lich werden? Das ist sehr leicht, mein Freund. Findet einfach das Herz eines Lichs, fügt die Zunge eines Drachens hinzu und kocht alles zusammen mit dem Fleisch eines gut zugerittenen Pferdes. Diese Kombination wird euch mit Sicherheit untot machen. Das würde sie wahrscheinlich, wenn es auch nur eins dieser Dinge geben würde in Morrowind. Untote? Wandernde Leichen? Das klingt beängstigend in Mikes Ohren. Mit den Untoten ist nicht zu spaßen. Und Wehrhaie, das ist auch so eine Sache. Es gibt in Daggerfall nämlich auch, glaube ich, es gibt auf jeden Fall Wehrwölfe und es gibt auch Wehrhogs, also Wehrschweine im Prinzip und vielleicht noch mehr. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe erst einen kennengelernt, aber der war wasserscheu. Ja, Mike, du Lügner. Ein wasserscheuer Hai. Ich weiß gar nicht, ob Wehrhai Sinn macht. Ja doch, Wehrhai macht Sinn, oder? Weil Werwolf ist Menschwolf im Prinzip und ich denke, wir müssen schweben. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Da gibt's ein Lied, ja. Dass ich jetzt nicht singe, nein. Ich denke, wir schweben einfach da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Aber wir haben Mike den Lügner kennengelernt, ist doch schön, oder? Ja, so hakt man die Dinge von seinem Plan ab. So, das ist jetzt tatsächlich, also so nah ist der an der Zivilisation. Ja. Ich habe kurz auch drüber nachgedacht, ob ich die Sichtweite ein bisschen runterstellen soll. Könnte manchmal von Vorteil sein, wenn man nicht sofort alles sieht. Wobei das ist ja nicht, wobei ich habe ja nicht unbegrenzte Sichtweite im Spiel. Ich habe ja ungefähr die fünffache Sichtweite wie im Originalspiel. Wenn ich das richtig verstehe. Und das heißt quasi, die fünffache Sichtweite wie im Originalspiel. Was das heißt, muss ich nicht erklären, weil das ist halt... Das könnte ich nicht erklären, ja? Das geht nicht, es ist unmöglich, das irgendwie noch anders zu sagen, ohne sich zu wiederholen. Da sage ich lieber gar nichts. Oder, oh, Klippenläufer. Oh mein Gott,
Das wird das Beste am Tribunal, Add-on. Da gibt's, glaube ich, keine, oder? Weil das ist ja alles in Mournhold. Das ist ja alles in der Stadt. Und ich habe auch schon Charaktere getroffen aus Mournhold. Ich habe in Daggerfall mich schon ein bisschen umgeguckt und habe den König Helseth, oder wie er heißt, gesehen. Ja. Und seine Mutti, die noch viel attraktiver ist. Naja, eigentlich nicht wahr. Daggerfall und Morrowind sind, glaube ich, nur ein paar Jahre auseinander, zeitlich gesehen. Ich will zu der Insel da. Zu der großen, unerkundeten Insel. Ist ein bisschen schade, dass ich keinen Seelenedelstein dabei habe. Weil der Diener von Sheogorath ist ein goldener Heiliger. Oder eine goldene Heilige. Sorry, ich will dich nicht männlich machen. Kriege ich am Ende noch mehr Ärger. Ja. Keiner hat dich lieb. Keine Ahnung, was da drin ist. Werden wir es je herausfinden? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ich könnte nochmal zurückkommen zu Morrowind und einfach einen anderen Charakter spielen. Einen Dieb oder so, der dann die Morag-Tong-Quests macht und die Diebesgilden-Quests und sich einem Haus anschließt und was auch immer. Ich meine, das Spiel ist riesig, das Spiel ist gigantisch. Es ist unglaublich immer noch. So, ich denke, das ist die Insel, nach der wir suchen. Und mir ist eins aufgefallen gerade. Wir werden angegriffen. Aber das ist mir nicht aufgefallen. Ich meine, das ist mir auch aufgefallen, aber nein. Mir ist aufgefallen, ich habe noch nicht gespeichert. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, wo welchen Knopf ich drücken muss. Für einen Quicksave. Also speichern wir nochmal. Genau, Azura. Nennen wir das Azura. Ich bin Azuras Gesandter. Damit diese Wette hier... Oh, Dedra. Kommt her. Ich habe keine Angst vor euch hungern. Ich habe keinen Hunger. Ich hatte Roulade heute Mittag. Ja. Dinge, die ihr nicht wissen wolltet. Nummer 1. Ne, Nummer 127. So. Ah, da bist du. Du bist die Person, die ich suche. Aber ich werde die ganze Insel, denke ich, von Monstern befreien. Und ich bin extrem überrascht, dass der mich umgebracht hat. Als ich den Satz angefangen habe, wollte ich sagen, ich bin extrem überrascht, dass ich die hier so abziehe. Aber dann hat's irgendwie nicht funktioniert. Nein! Ich hasse dich. So, wir beschwören jetzt einen Streitkolben. Oh, ein Dedruff. Hey. Ich hab doch keine was getan. Noch nicht. Passt nur auf. Bleibt da. Dann werdet ihr sehen, dass ich euch was tue. Okay. Also ich denke, der Schwierigkeitsgrad ist genug noch, ja? Ich denke, es ist noch anstrengend genug. Aber das, ich bin offen für Sachen. Offen für Vorschläge. Schauen wir mal, ob der Sturmkerl noch da ist. Ja, der ist noch hier. Nein! Hör auf. Keiner hat dich lieb. Aber da habe ich gerade Lebenspunkte regeneriert wie bekloppt. Woher kam das denn? Oh, hi. Ein Orgrim. Fetter Sack, du. Ja, schaut mal auf meinen Lebenspunktbalken unten links. Es geht nicht, ja. Ich denke, ich hab einen Punkt Lebenspunktregeneration hier. Von Vuragus heilendem Hemd. Ich weiß nicht, ob das einmal die Sekunde ist. Den will ich auch ungern ausziehen, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht, ja doch, den könnten wir auch noch ausziehen. Ist jetzt nicht das Problem, den auszuziehen. Warte mal. Das war Quicksave, richtig. Das war Quicksave. So. Haha, ich erinnere mich an meine Hotkeys. Du hast darauf nur gewartet. Du bist besser, als ich gedacht habe. Dann nehmen wir doch besser mal. Nee, fangen wir hier mit so Leuten an. Fangen wir mit einzelnen Heiltränken an, damit ich Inventarplatz bekomme. Auf die Knie. So mag ich das. So, und du?
Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Du warst im Bunde mit einer Dedra. Ja, ich weiß, sie ist hübsch. Das war wahrscheinlich der Grund. Das, Sheogorovs Siegelring. Ja, den nehme ich mit. Das Schild ist Müll. Und die Vulkanglas-Hellebarde. Legen wir einfach mal hier hin. Ich brauche kein Gold mehr. Dein Herz legen wir dir auf deinen Kopf. Scheiße. Jetzt kommt mir dann. Dein Herz. Kriege ich nicht mehr. Ist egal. Das Herz ist egal. Auf jeden Fall ist hier die Wohnung von der guten Priesterin. Und wenn wir da reingehen, dann wird Asura sehr böse sein mit mir. Sehr, sehr böse. Sehr, sehr. Ich könnte sie einschließen. Nee, ich lasse es einfach. Ich lasse es in Ruhe. Ich mache nichts. Aber ich könnte ja theoretisch hier. Ja, das habe ich nur für uns gemacht. Das ist eigentlich nicht passiert. Ehrenwort. Also zurück zu Asura. Dann nehmen wir den Helm ab. Höflichkeit und all das. Sehr gut, sterbliches Wesen. Ihr habt die Reinheit meiner Wette mit Sheogorath bewahrt. Jetzt wird alles wie prophezeit enden und die Einmischungen des Dedra-Prinzen nichtig sein. Nehmt dies und nutzt es weise. Oh, danke, danke, danke. Das werde ich tun, ganz sicher. Was hat sie mir gegeben? Sie hat mir Asuras Stern gegeben. Den besten Seelenedelstein. Ja, den es gibt. Der ist wiederverwendbar und er kann, glaube ich, unbegrenzt große Seelen halten. Was jetzt allerdings meine Benutzung von Aberlolds Antwort umso gefährlicher macht. Ja, denn Aberlolds Antwort macht Seelenfalle auf die Gegner. Das heißt, ich müsste mich vielleicht nochmal nach einem Streitkolben umgucken. Irgendwo. Aber ich will auf keinen Fall, oder ich will keine Schwerter mehr benutzen, ja. Das ist eskaliert mit dem Schwert dann. Ich habe ja diesen super Trainer gefunden und mich ewig hochtrainieren lassen und... Ich denke, ich gehe wieder zurück in Richtung, hey, stumpfe Waffen, stumpfe Waffen, stumpfe Waffen, stumpfe Waffen. Vielleicht besorge ich mir nochmal einen Bogen, weil einen richtig guten Bogen habe ich immer noch nicht gefunden. Ich wüsste, wo der Bogen des Schatten ist und ich wüsste auch, wie man an den anderen Superbogen rankommt. Das ist halt eine Telvanni-Quest. Das schreckt mich ein bisschen ab. Außerdem... Ja, andererseits würde ich da gute dederische Beinschienen bekommen. Ich weiß es noch nicht. Ist egal, wir gehen jetzt erstmal nach Ebenhard, denke ich, nach Ebenherz. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ach hier, falsches Menü. Meine Güte! Was ist los mit mir? Ich brauche eine Pause, glaube ich. Ja, und benutzen göttlicher Eingriff. Tada! Tada! Jetzt bin ich sonst wo. Pass auf. Nee. Ich bin genau da, wo ich gesagt habe, ich würde sein. In der Wolfenhalle, in eben Herzgedöns. Hier unten. Nein, bin ich nicht. Ich bin in Zadrifmora. Ist aber auch egal, hier ist eine Magiergilde. Und wenn hier eine Magiergilde ist, dann komme ich von hier überall hin. Also dann, bis zum nächsten Mal.